Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Neverwinter. Ja, ich habe heute so ein bisschen was auf dem Zettel, etwas was anderes. Einerseits möchte ich noch einmal Arena Tempus Herausforderung machen. Die habe ich ja bereits gezeigt, aber ich möchte sie mir heute noch ein bisschen schwerer machen. Und ich möchte noch was anderes machen. Und zwar, also diese Quest, kann man das hier irgendwo lesen? Ich glaube nicht, ne? Ich war der Meinung, ich habe hier irgendwo gelesen, dass man mit dieser Quest auch gut aufsteigen kann, so als eine Art Farm-Quest kann man die verwenden, was man auch machen kann, ne? Und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja mal auch eine richtige Farm-Quest zeigen oder Farm-Foundry. Dazu geht man einfach auf Vorgestellt oder irgendetwas und macht man dann die Schnellsuche und tippt ein EXP für Experience. So, keine Ergebnisse, super. Dann gehen wir mal auf Beste. Ah. Und schon haben wir hier eine Reihe. Ihr seht, ich habe eine Reihe von denen zumindest schon mal ausprobiert. Und ich müsste jetzt mal ganz kurz gucken. Schwierigkeit der Gegner leicht, Gegner Goblins, ein einfaches Gelände, um ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Anzahl der Gegner 240. Oder war das doch eher die? Achtung, diese Map ist nur für den Fernkampf geeignet. Nahkampf würde ich nicht empfehlen. Ja, ich auch nicht. Nahkampf ist in dieser Quest nicht gut. Gut, nehmen wir mal Trainingsgelände. Annehmen. So. Jetzt haben wir zwei Quests hier drin stehen. Einmal Tempus-Herausforderung und die andere. Man findet sie... Wo findet man sie denn? Ach, da. Trainingsgelände. Dann gehen wir da einfach mal schnell hin. Hui, Rolle. Zack. Kein Schaden bekommen. Sehr schön. Also jeder von euch, der jetzt mit dem Begriff Farmquest nichts anfangen kann oder Farmgelände. Ein Farmgelände ist ein Gelände, wo man ohne Risiko ja, farmen kann. Ne? Wie ein Farmer. Ich zeig's euch mal. So, und da sind wir schon. Ich persönlich mag dieses Trainingsgelände sehr. Wie ihr seht, es ist hier nicht viel los. Also das ist halt das... das Übliche für Farmquests. Die Mappe ist sehr klein. Und das Einzige, was man tun muss, ist, die Feinde töten. So. Und das Besondere dabei ist, die Feinde werden euch nicht angreifen können. Ne? Also entweder ist es so gemacht, dass um die Feinde herum Fallen aufgestellt sind, dass sie da halt nicht durchgehen und ihr von Weitem angreifen könnt. Oder es ist eine Mauer um die herum und ihr könnt von oben auf sie runterschießen. Oder, ganz schlau gemacht, wie ich finde hier, diese Goblins haben einen Gegner in der Mitte, ne? Diesen Obsidian-Golem, den sie permanent angreifen. Und euch registrieren sie überhaupt nicht. Also scheinbar, ich weiß nicht, wie das gemacht wurde, zieht der Golem so viel Aggro, dass die Goblins euch niemals angreifen. Ihr seid vollkommen sicher vor denen. Oder ich weiß nicht. Aber ich find's ganz lustig. Dadurch kann ich als Hexerschurke nämlich Folgendes machen. Ich kann mich einfach in die Mitte stellen, ohne von den Goblins angegriffen zu werden, richtig schön zum Golem. Und mache einmal nur... eine Rauchwolke. Und schon was passiert? Sie sind alle tot. Oder fast alle, ne? Und ich bekomme einen Resonanzstein. Ne, also ich habe jetzt Erfahrung bekommen. Ich glaube aber Erfahrung sehr wenig. Wahrscheinlich, weil ich schon so hoch bin und die Gegner einfach keine Gegner sind für mich. So, diese ganzen Gegenstände könnte ich jetzt aufsammeln. Möchte ich gar nicht. Sondern ich gehe zu der nächsten Gruppe. Übrigens, eine Sache hat das Ganze, ein Haken. Man kann jetzt hier nicht unendlich schnell farmen. Da hat Cryptic dann einen Riegel vorgeschoben, in dem die, ich glaube, früher ging es und irgendwann haben die dann gesagt so, okay, wenn man hier das Ganze schon so einfach hat, dann machen wir da einen Timer und man kann nur alle, ich weiß nicht, jede Minute oder alle paar Minuten
so einen Resonanzstein gedroppt bekommen oder ähnliches. So, gehen wir mal weiter. So, und hier machen wir genau das gleiche. Einfach mal Rauchbombe. Zack. Na, einer hat überlebt. Zack. Und schon ist er weg. Seht ihr? Hier ist ja der Drop jetzt sehr übersichtlich, ne? Wir haben eine kleine Sache gedroppt bekommen, nichts weiter. Also der erste ist normalerweise der größte und dann danach kommt eigentlich so gut wie nichts mehr. So, und jetzt will ich nochmal zeigen, ne? Wir können auch einfach so mal die angreifen. Man ist hier wirklich vollkommen sicher. So. Machen wir vielleicht mal was anderes, ne? Wir können ja auch mal so. Dauert dann aber alles ein bisschen länger, deshalb. Ah, die sind immer noch nicht alle tot. So, jetzt aber. Na komm, sterb doch mal. Und alle weg. Und die letzte Gruppe. Auch schaut mal, noch ein Resonanzstein. Okay. Wahrscheinlich, weil ich mir so viel Zeit gelassen habe, ne? Haben wir jetzt einen zweiten Resonanzstein bekommen. So, das war's aber auch schon, was diese Farmquest angeht. Also, viel ist in so einer Quest nicht zu tun. Einfach nur Gegner töten. Man ist normalerweise, es gibt auch einige, die sind verbuggt, aber normalerweise ist man zu 100% sicher vor den Gegnern und räumt einfach nur Erfahrung und Gegenstände ab. Ne? Ja. So viel dazu. Kommen wir jetzt zu der eigentlichen Quest, die ich machen wollte in dieser Folge. Und zwar nochmal die Arena. Ne, darum geht's ja. Ich wollte ja nochmal in die Arena hinein und es mir diesmal ein bisschen schwerer machen. Und mal gucken, wie das so läuft. So, also die Quest eben war eine richtige Farmquest und jetzt kommt eine unrichtige. Eigentlich eine echte Quest, die man aber auch als Farmquest benutzen kann, nur dann wird's schwer. So, Portal nach Tür, nein, heilige Eishalle. So, da ist die Arena. So, und da sind wir schon angekommen. Eine Sache, die ich vorwegnehmen möchte. Und zwar, das letzte Mal, ja, so, wir machen folgendes. So, hier geht's ja eigentlich los, ne? Hier muss man sich die Quest holen und dann sagt man hier, wie viele Monster man haben möchte und geht dann hier hin und kämpft. So, bevor wir das jetzt machen, ne, keine Angst, das machen wir sofort. Mir ist noch was aufgefallen, als ich das letzte Mal hier drin war. Und zwar, das sieht man nur, wenn man jetzt hier in der Nähe ist, da sieht man hier eine Sprechblase. Long Dong Silver. Long Dong Silver. So, das hat mich ja ein bisschen neugierig gemacht. Also, habe ich mal hier herumgeguckt. Hier sind ja Berge und Berge und Berge und Berge. So, Long Dong Silver. Und wir gehen einfach mal hier hin. Ich bin ja so ein kleiner Kundschafter. Und hier ist ein Loch plötzlich im Berg. So, dann gehen wir hier rein und sind in einem, naja, Extratal. So, in diesem Extratal. Na gut, wir haben hier einen Baum. Aber wir haben hier auch dieses Gebilde. So eine halbe Treppe, könnte man sagen. Keine ganze, eine halbe Treppe. So, hoch kommt man da nicht. Ne? Man kann nicht hoch genug springen. Aber es sieht natürlich aus, also als wenn hier ein Stein fehlt. Wenn da Steine wären, könnte man da hoch. Da sind aber keine. So, und wenn wir hier mal so hingehen, schaut mal da.
Da ist wieder eine Höhle und irgendjemand steht da drin. Und das ist dieser Long Dong Silver. Und der hat auch irgendwas zu sagen. Er hat, ne, er hat irgendwie so irgendwas über dem Kopf schweben. Er hat also etwas zu sagen. Und dann habe ich mich so gefragt, wie kommt man da hin? Und habe mich ein bisschen weiter umgeschaut. Und habe gesehen, hier ist wieder eine kleine Höhle. Und hier ist irgendwie ein kleiner Durchgang, aber der ist sehr eng. So, also man kommt da nicht durch. Und dann gibt es hier noch einen Durchgang und hier ist wieder jemand. Dritz du Urden. Mit Guinevar. So. Der knurrt hier. Und wenn man den jetzt anspricht, dann sagt er, nicht viel, ne? Der Dunkelelf mustert euch. Ihr solltet nicht hier sein, Fremder. Bitte geht einfach wieder. Damit wendet er sich von euch ab. Wieder gehen. So, das heißt, er sagt uns nichts, er hilft uns auch nicht. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man hier irgendwas machen muss oder machen könnte. Also irgendwas kann man hier sicherlich herausfinden. Und ja, ich weiß es nicht. Also... es muss ja theoretisch einen Weg geben nach da oben, zu Long Dong Silver. Also entweder muss es einen Weg geben, um höher springen zu können, oder um hier irgendwas herzuzaubern. So, auf die andere Seite kann man auch nicht springen, habe ich auch schon mehrfach versucht. Na komm schon. Jetzt will er nicht mal mehr hier rauf. Man kommt nicht. Man kommt nicht weit. Ja, also, wenn einer von euch weiß, wie man da oben raufkommt, dann her mit der Info. Ich möchte wissen, was die zu sagen haben. Hier, Long Dong Silver. Dritz hat ja nicht so viel zu sagen. Möglicherweise muss man aber auch noch irgendetwas machen, damit er gesprächig wird. Die Frage ist nur, was? Gut, das war das, was mir aufgefallen ist. Jetzt würde ich mal sagen, geht's auf zum Kampf, ne? So. Sprechen. Also, Wasser in Ordnung. Habt Dank. So, jetzt fragt er uns, wie schwer wir das haben wollen. Letztes Mal habe ich das Ganze auf schwer gemacht, ne? Und mir dann so ein paar Gruppen geholt und das ging auch. Die waren zwar schon tough, aber es ging. So, heute machen wir es mal. Heute machen wir den Overkill. So. Wir wollen mittelschwer oder schwer? Schwer. Schwer oder traut ihr euch titanisch zu? Titanisch! Möge Tempus mit euch sein. Okay, ihr seid wirklich mutig oder lebensmüde. So, dann gehen wir mal. So, und titanisch, das reicht uns natürlich noch nicht. So, jetzt gibt es hier die Gegner zum Auswählen und wir wählen die Felsenkatze. Ja, bitte. Wir wählen die Eisbären. Ja, bitte. Die Winterwölfe nehmen wir auch. Und die Frostgoblins nehmen wir sowieso. Und die Eistrolle, die gehören immer dazu. Und die untoten Barbaren nehmen wir diesmal auch mit. Und untote Frostriesen. Ja, bitte. Normale Frostriesen gehören auch dazu. Eisfeuergolems. Na klar doch. Und die Yetis als letzte. Die dürfen nicht fehlen. So. Jetzt seht ihr hier viele Mobs. Die Leute werden uns eigentlich nicht wirklich helfen können. Die sind glaube ich sofort tot. Von daher lassen wir sie hier stehen. Die werden uns wirklich nicht viel helfen. Was ich machen möchte, wenn ich schon so den Overkill mache, ich buff mich. Das muss gestattet sein. Anbetung kann ich im Moment nicht machen. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist, ich könnte was aus dem Inventar rausschmeißen, ne? Das
das hier zum Beispiel. Na, Inventar. Egal. So, ja, ich würde sagen, los geht's. Ich möchte, ne, also gleich werden wir die alle auf einmal haben. Und das wird nicht lustig. Es könnte sein, dass ich sterbe. Weil auf Titanisch sind die alle natürlich maximal stark. Und es sind auch sehr viele. Und ich möchte sie nicht einzelpullen. Ich möchte so viele auf einmal wie möglich haben. Was allerdings sehr schwierig ist. Denn wenn ich mich wirklich hier in die Mitte stelle und alle auf einmal pulle, dann kann es sein, dass ich nicht mehr wegkomme. Was machen wir also? Ich glaube, ich mache hier so eine kleine Runde. Eine kleine Runde, mache mich dann unsichtbar und hau ab. Dann habe ich sie, glaube ich, gepult. Wahrscheinlich. Wir werden sehen. So. Ja. Lal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 a. Und weg hier. Und weg hier. Ah, nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Alter Schwede, geht das ab. So, zack. Und Rauchbombe. Und so, und so, und weg hier. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand das machen kann, indem er stehen bleibt. Das halte ich für ziemlich unmöglich. Ja, weg hier. Weg hier. Unsichtbar. Ja, 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 weg, weg, weg. Lauf, 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 lauf. Haha, weg da! Hilfe! Hilfe! Nein, 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 nein! Blöder Eisbär! Was hast du hier zu suchen? Und weg, 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 weg! Und Angriff! Angriff, Angriff, Angriff? Ja, gleich muss der Angriff kommen, sonst ist alles verwirkt. Die ganzen Leute hier haben Angst. Zu Recht. Ja, jetzt muss ich hier auch noch ein bisschen aufräumen. Ah, das sind die Fernkämpfer. Das ist maximal schlimm gegen die Fernkämpfer. Ah, Hilfe! Ja, gegen so viele Fernkämpfer ist immer ganz schlecht. Nein, 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 nein. Hilfe, 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 Hilfe. Ah, ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Unsichtbar. Und weg, 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 weg. Blöder Wolf. Ah, keine Ausdauer mehr. Ich hab nix mehr. Ach, Hilfe. Nimm das. Also so ein Kampf, ganz ehrlich, der macht schon echt Fun, ne? Da gibt's nichts zu sagen. Aber der ist auch maximaler Stress. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr wollt mich alle erschießen.
Oh, da werden gerade ich gerade von da werden gerade noch Leute von oben gedroppt. Und sie kommen alle ohne Gnade. Ich hier was gerade zum Aufsehen, Auflesen gesehen. Irgendwo war hier, glaube ich, Edelstein oder so. Ja. Hier, nimm das, Sänger. Ich glaube, es werden langsam weniger, aber nicht wirklich wenige. Ah, es wird übersichtlich. Aua. Es wird übersichtlich. So, bevor ich mich dem Rest der Meute widme, möchte ich einmal ganz kurz gucken, ob hier irgendwelche Sachen gedroppt sind, die ich gut finde. Denn die verschwinden natürlich immer nach einer Weile, was dann blöd ist. Ich glaube schon, dass hier ein paar interessante Veredelungssteine gedroppt sind. Hier ist eine Perle. Eine Perle ist jetzt nicht so wirklich interessant, aber okay. Ich war der Meinung, dass ich zwischendurch ganz kurz einmal ein Aquamarin gesehen habe. Aber der ist wahrscheinlich bereits despawned, wie man so schön sagt. Ne? Der ist nicht mehr da. Hier ist noch ein blauer Bogen. So, machen wir mal den Rest hier platt, ne? So, guten Tag. Der Rest hier kommt gar nicht, ne? Wir wollen ja, wenn dann alle. Ah, Hilfe!
Ja, du. Wo bleibst du? So, weg ist er. So, irgendwas noch von Interesse für uns hier. Also, wenn man so will, kann man dies auch als Farmquest benutzen, denn, wie ihr seht, es droppen Unmassen an Dingen. Unmassen. Beziehungsweise Unmassen. Massen. Es droppen Massen an Dingen. Und man muss es halt überleben, ne? Aber es geht. Wie ihr seht, es geht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, soll ich den Rest auch noch auf Titanisch machen? Weil da wird nicht mehr viel passieren. Ich glaube nicht, ne? Wenn ihr Interesse habt, den Rest auch noch zu sehen, werde ich es machen. Aber ich würde sagen, bis hierhin reicht das. So einen kleinen Mega-Fight auf Titanisch. Denn ich glaube, in der Höhle drin sind die Monster auch wieder alle einzeln. Ne? Also dann kommen sie nicht alle so geballt wie eben. Okay, ja gut. Mir hat's Spaß gemacht. Also sehr schön, mal so eine Massenschlacht alleine zu bestehen. Ich bedanke mich deshalb einmal fürs Zugucken und sage bis bald.